Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind bei Trevor immer noch auf Diebestour durch die High Society von Los Santos. Unser nächstes Ziel ist kaum weiter vor uns und ich fahre da mal ein bisschen die Mülleimer um. Und da muss es doch auch schon hier irgendwo sein. So, die Frage, wo hier? Vielleicht hier in Vista Design? Kann ich hier rein? Nee, kann ich gar nicht rein. Dann fahren wir noch mal hier ein bisschen um den Block. Ach, das ist wieder unser Reichengebiet hier. Ah, wo wir auch den Diamantladen überfallen haben, kann man so schön sagen. Und genau hier soll sich also auch unser nächstes Ziel befinden. Okay, ich fahre mal hier die Treppe auf. Oder ich lasse es bleiben. Nein, ich lasse es natürlich nicht bleiben. Ich lasse es bleiben. Hallo, begib dich zu Carrie. Ach, der ist auch schon hier oben. Dexy, stay there, or I'll put you back on your leash. Hey, Carrie, can I pet your pooch? I'm a big fan. Dexy, that's your fault, you stupid bald prick. Was, der Hund ist weg? Na dann, laufen wir mal zu dem Hund hinterher. Hau mal ab, Olle. Oh my god, you're obsessed with me, aren't you? Natürlich. Machen die da. Oh, der arme Hund ist tot. Oh my God. Hä? Was war das denn jetzt? So, der Hund lebt noch, aber. Hä? Hat der Hund aber Glück gehabt? Chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Be good to daddy. Gotcha, you little bastard. There, there. I know this is weird for all of us. You're gonna make a bad shit crazy lady very happy. Lauf zurück zu deiner Mama. Okay, now get back to Carrie before she uses this as an excuse to go back to rehab. Komm schnell, lauf zurück zu Mami. Er läuft irgendwo anders hin. Chalk! Celebrity newsflash! Maniac steals collar from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills. Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Die alle keine Leine? Die Hunde. Na gut, der ist jetzt weg. Wie direkt auf den Fersen. Abgeschlossen. Na dann. Armer Hund, ich lasse dich einfach mal in Ruhe. Komm, ich möchte das gerne wegdrücken. Ich darf es wegdrücken. Ob mein Auto noch da steht? Ich bezweifle es hier ehrlich gesagt. So ein bisschen zumindest. Oh, es steht noch da. Wunderbar. So, das heißt, wir haben noch ein Thema, was wir klauen müssen. Und das ist gar nicht mal so weit weg. Das ist wieder auf dem Golfplatz. Ein bisschen weiter oben, würde ich sagen, machen wir das direkt auch nochmal. So, da sind wir auch wieder. Hat es gerade an der Tür geklingelt, deswegen muss ich kurz unterbrechen. Gemein, dass das einfach so an der Klingel wäre, nicht aufnehme. Sehr, sehr, sehr gemein. Aber daher, man muss auch dazu sagen, es ist noch relativ früh am Morgen. So circa 10 Uhr und da klingelt schon mal gerne der Postbote, wenn er was hat. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass wir da kurz unterbrechen mussten. Aber naja, so ist es halt nun mal im Leben. Manchmal wird man unterbrochen bei den Schützlingern, die man gerade macht. Wie zum Beispiel GTA zocken. Und GTA zocken, das wisst ihr ja, macht mir ja besonders viel Spaß. Das ist ja auch ein ziemlich lustiges Spielchen. Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite rein, kann das sein? Wenn ich es richtig gesehen habe, ist zumindest auf der anderen Seite auch das Goldsymbol. Das heißt, da muss irgendwo der Eingang sein. Oder wir fahren einfach hier durch den Zaun, das gibt nicht. Ist zu stabil, der Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun in the morning. Okay, ich lasse das lieber mal. Mit dem armen Stefan Raab, der ist sonst sauer, weil ich seinen Text geklaut habe. Und das wollen wir nicht verantworten. Kann ich hier nicht rein? Nein, ich kann hier nicht rein, aber wir fahren mal ein bisschen über die Wiese. Und ein bisschen über diesen tollen Kreisel. Hier ist auch ein Kreisverkehr. Hau mal ab da, der Watch You Man. Du stehst mir doch im Weg. So, wo geht's denn jetzt hier rein? Ah, hier vorne, oder? Ist auch zu. Aber hier vorne, das sieht gut aus. Wuhu! So, dann müssen wir doch. Ist das Clubhaus hier, oder was?
Dann müssen wir doch hier irgendwo auch reinkommen. Da sind wir auch schon. Yay! Ich glaube, keiner ist so verrückt wie wir. Schillingkorbstärke von Mark Frostenberg. Da haben wir auch schon die Polizei unter uns. Okay, dann können wir den Typ auch einfach umrennen. So schon gesehen hat. Hallo. Kommt her, Bodyguards. Jetzt kommt die Polizei nicht mehr dran. Oh Gott, das hört nichts. Ich werde ein bisschen fertig, ey. A token of gratitude to your fans. It's time to give back, Mark. Okay, Mark flieht. Oh, shit. Und wir sind gerade baden gegangen. Ich will hier raus. Ja, ja, ich will on foot. Oh Mann, das war ein Satz mit X. Das war aber nichts. Vielleicht sollten wir ein bisschen subtiler vorgehen. Trevor ist tot. Ja, Mission fehlgeschlagen, ihr versucht es einfach erneut. Gut, dass die Mission schon angefangen hat. Also mit einem Auto auf den Golfplatz reinrasen, ist sehr subtil. Wir können natürlich auch einfach alle mit dem Scharfschützengewehr hier ausschalten. Ist natürlich auch sehr subtil, aber naja. Where do you think you're going? So, der Typ ist wieder weggefahren. Was? So schnell? Okay, wir versuchen es nochmal ein bisschen subtiler. Wir sollten nicht unbedingt da direkt reinlaufen. Aber das scheint schon ein bisschen die schwierigste Mission zu werden. Komm, schleiche ich mal ein bisschen. Da er direkt wegfährt, das ist natürlich schade. Aber wir können uns ja ein bisschen innerhalb der Hügel aufhalten. Vielleicht sehen sie uns dann ja nicht direkt. Ansonsten knallen wir den Typ einfach um. Da ist er schon. Ist er das hier? So, so einfach geht das. Hier, du da. Geh mal weg da. Du schießt auf mich. So, können wir es natürlich auch machen. Komm, ich geh auf. Und jetzt holen wir uns ja den Golfschläger und verschwinden wir von hier. So, er muss doch hier irgendwo liegen. Da liegt er auch schon. Hängen die Bullen ab. Guck mal, der braucht gar keinen. Hängen die Bullen ab. Das machen wir doch mal schön mit dem Caddy hier. Komm, steig ein. Los geht die wilde Fahrt im Caddy. Wuhu! Yeah, oh, oh. Wir fliehen im Caddy durch die Löcher hier. Mann. Sind die schon jetzt hier am Platz oder was? Komme ich hier wieder raus? Ich meine, irgendwie sind die Bullen ja auch hier reingekommen. Aber da sind sie schon weg. Word up! I said it, Mrs. Thornhill! I, persuaded Mark Frostenberg to donate one of his golf clubs to your Museum of Dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon! I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Ich glaube, das war auch die letzte seiner Mission, oder? Bestanden! Da vorne steht unser Auto. Ne, hier steht ein anderes Auto. Aber einen Porsche, den nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, bestanden. Hole in one. Was auch immer das heißen soll. Unter Paar. Keine Ahnung, was es heißen soll, aber wir nehmen uns mal den Porsche hier mit. Und gehen mal kurz auf die Karte, um unser nächstes Team zu markieren, denn wir haben von jedem noch eine Mission offen. Und ich würde sagen, weil wir schon mal in Trevors Haut stecken, beginnen wir auch einfach mal mit Trevor. Komm, Auto, bist ruhig mit deiner Hupe. Los geht's. Also unser Auto steht nicht mehr hier, oder? Ne, unser Auto ist endgültig weg.
Schade, na gut, wir haben sie auch im Tümpel versenkt. Das sollte man ja auch nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, den Golfplatz gab es auch schon in San Andreas, kann das sein? Ich frag, natürlich wollen wir jetzt jede Menge hier finden. Oh, hier sind doch schon die Hollywood-Tour, oder? Was läuft denn hier? Bitch in Betrang, yeah, a Morning World. Na dann. Also eine Bitch, Klappe im Trunk. Wie übersetzt? Trunk? Trunk? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich nichts. Wainwood Zombie gibt's hier. Yay. Ach, hier ist auch schon Filmstudio, oder? Sequel Number 2. Yay. Aber schön, dass sie da so schön Hollywood präsentieren, mit einem Film, der sogar Sequel heißt. Hallo, ich möchte mal hier rein. Hallo? Ich möchte die Hollywood-Tour machen. Hallo? Kann man hier in die Studios reingehen? Das wäre ja mal so. Ich dufte, was haben wir denn hier? Okay, wir werden direkt von der Polizei gesucht. Ey, schieß nicht auf mich. So viel zur Hollywood-Tour. Ein andermal vielleicht. Oh Mann, jetzt haben wir natürlich die ganzen Hollywood-Mühle hinter uns her. Nur weil wir mal kurz durch die Tour gefahren sind. Mein Gott. Was ist nur so schlimm daran, mal in die Studios sich anzuschauen? Ich weiß es nicht. Das werden wir uns wahrscheinlich auch nicht erklären können. Oh Gott, jetzt sind wir fest. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Da kommt nämlich schon die Lexus. Oh, die steigen aus und damit haben wir natürlich schön Platz mal, um ein bisschen schneller zu fahren, um die abzuhängen. Wuhu! Und da geht's auch schon. Das war nicht nett von dir, aber wir sind immer noch auf Kurs, auch wenn wir uns ein bisschen gedreht haben und immer noch ein bisschen drehen und jetzt haben wir uns das jetzt wieder gefangen. Und wir sind doch fast schon wieder zu Hause im Trautenheim von Wades Onkel, das wir jetzt ja so ein bisschen übernommen haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab grad ein bisschen Kratzen im Hals, ich weiß nicht warum. Aber soll mich auch erstmal nicht stören, wenn ich husten muss, mache ich einfach ganz schnell das Ding aus. Sollte schon irgendwie klappen. So, jetzt müssen wir gerade wieder überlegen. Ich glaube, hier könnten wir einfach drunter parken, oder? Ja, erzählen Sie gerade so ein bisschen von dem Halsband, das wir gerade geklaut haben. So, können wir, ist hier ein Custom Shop in der Nähe? Wir könnten mir ja sein Auto auch noch ein bisschen aufpimpen. Das ist ja quasi der letzte, der uns noch fehlt. Hier unten. Los Santos Customs. Aber der ist fast genauso weit weg, oder? Ich fahr einfach mal hier hin. Danach machen wir die Mission. Keine Angst. Versprochen ist versprochen. Aber ich möchte mir mal anschauen, was man mit so einem Auto noch machen kann hier. Aus so einer Rostlaube, vielleicht kriegen wir den Rost ein bisschen weg. Auch wenn ich das ein bisschen bezweifle, dass wir den Rost wegkriegen. Die wollen uns eh nur wieder überfallen. Und nett bin ich ja nicht. Komm, mach mal Platz hier, meiner Wüstenkarre. Die ist wirklich gut durchgerostet. Mit vielen Löchern drin. Aber auch da natürlich mal die Chance zu sehen, was man aus so einer Schrottlaube mal machen könnte. Bin ich sehr gespannt. Allein deswegen möchte ich es mal gerne machen. Ohne möglich rauszufinden, ob wir dann einfach ein neues Auto hingesetzt bekommen, das so aussieht wie das jetzt, oder ob das dann wirklich bleibt. Fände ich sehr cool, muss ich schon sagen. Wir müssen auch schon fast da sein. Ich glaube, einfach nur unter die Straße hier runter und dann sind wir schon bei Los Santos Customs. Ob doch jetzt Sibyl an der Kasse steht? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns zunächst im Fernsehen, wie Trevor seinen Rostlaube zu einem schönen neuen Automobil pippen lässt. Yeah, pip my ride. Wo ist denn das hier? Ich glaube, wir müssen hier irgendwo rein. Das sind wir auch schon. Los Santos Customs, glaube ich. Ist das auch hier, oder? Na komm, mach die Schranke auf. Mach die Schranke auf. Und wir machen noch ein bisschen unser Autofeuer kaputt, damit wir schön reparieren können. VIP, yeah, natürlich sind wir im VIP. 88. Panzerung. So, 92.000 sollte reichen. Bremsen. Sportbremsen. Frontstoßstange.
Ich mach mal die hier, da kann man sowas im Abschleppen. Tuning-Heckstange. Okay. So, Fahrgestell. Trittbachelor Seitenflügel. Scheinwerferschutz. Okay, da kriegen wir so einen Schutz vorne dran. Kann man die kombinieren? Ne, kann man nicht kombinieren. Ist schade, dann nehmen wir einfach mal. Was ist denn Seitenflügel? Da passiert ja gar nichts. Ach, doch, da oben drauf. Okay. Motor. Je, ich bekomme sogar einen neuen Motor. Kotflügel, lackierter Set. Carbon-Set. Lackierter Set 2. Carbon-Set 2. So, da war es soweit zu husten. Entschuldigung. Wir lassen einfach mal die hier. Kühlergrill. Tuning-Kühlergrill. Tuning-Kühlergrill 3. Mhm. Einfach mal den hier. Motorhaube, Lufteinlass, Carbon-Motorhaube. Carbon mit Luftschlitz, doppelte. Oh, Bullenhörer. Die sind natürlich cool, aber das dauert noch ein bisschen. Der muss uns dann entsprechend auch holen, glaube ich. Wie bald einfach die serienmäßige Xenon-Scheinwerfer. Können wir mal gerne drauf machen. Nummernschild. Blau auf weiß. Okay, gelb auf blau. Wir machen einfach mal jetzt schwarze wieder dran. Lackierung. Hier gibt es so Primärfarbe. Chrom. Sieht das bescheuert aus, weil ehrlich. Okay, den Rost kriegen wir nicht weg. Auch das Dreckige nicht. Was sind wir beteiligt? Kriegen wir da raus? Ne. Wie sieht denn der an Chrom aus? Schauen wir nochmal kurz an. Das sieht echt bescheuert aus, oder? Das ist mal ohne Witz. Ich nehme einfach mal Mattlack. Das sieht dann interessant aus. Rot. Rot war ja schon vorher. Gelb, Limettengrün, Grün. Blattgrün, Olivgrün, Erdbraun, Wüstenbeige. Schwarz. Nehmen wir einfach mal Wüstenbeige. Was können wir dazu machen? Überrollkäfig. Chrom. Ah, cool. Chrom mit Frontschutz. Carbon. Oh, Carbon mit Frontschutz. Chrom. Die Hörner, die müssen wir einfach haben. Es tut mir leid. Auch wenn es dämlich aussieht. Turbo machen wir auch noch rein. Mach mal SUV, oder? Oder was haben wir noch hier? Tuner. Deluxe. Iced out. Hier sind die Deluxe irgendwas. Supernova. Die sehen auch ganz lustig aus. Los Beatballer. Extravaganzo. Sag mal, okay, die sind noch gesperrt. Ich nehme aber die OBRS. LS Custom Style. Felgenfarbe, Legierung, Schwarz, Carbon-Schwarz. Rot, Flammenrot, Granatrot, Paradiesapfelrot. Na komm, wir machen mal Paradiesapfelrot. Reifenzubehör, schusssichere Reifen. So, nehmen wir mal mal. Und orangener Falz. Und wir können sogar Fenster machen. Helles Rauchglas. Warum haben wir denn hier überhaupt Fenster? Man sieht keine Fenster. Aber wir haben unser Auto mal ein bisschen gepimpt. Mann, sieht das jetzt aus. Menschenskind. So, jetzt können wir mal sagen, fahren wir das Ding mal nach Hause. Und beginnen vielleicht noch die Mission. Ich weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall schon mal nach Hause. Da ist auch ein Tennisplatz in der Nähe. Wir könnten also quasi mal Tennis spielen. Der Hörer, das sieht so bescheuert aus, ganz ehrlich. Gehen auch um die Lichter an. Tatsächlich, die gehen auch mit an, ist ja cool. Das heißt, wenn vorne ein bisschen kaputt geht, haben wir oben immer noch dann unser Licht dran. Ist das Ding trotzdem noch rostig? Mann, Mann, Mann. Mit dem Bullenhörer, das sieht einfach zu ulkig aus. Aber passt so ein bisschen auch so Trevor, so mit den Bullenhörnern oben drauf und so.
Genauso bescheuert wie er selber. Und auch die granatrot-apfelroten Reifen. Schön einfach nur. Geh mal weg da. Jetzt natürlich noch. Ach, den haben wir ja sogar. Den können wir eigentlich mal ausprobieren. Moment, den probieren wir mal aus. Das ist wirklich orange, der Rauch. Yay! Das ist bescheuert. Einfach nur bescheuert. Aber ich finde sowas cool. Und ganz ehrlich, ich finde das richtig cool. Jetzt haben wir auch ein Auto, mit dem wir dann mal ordentlich. Wisst ihr, was wir die letzten paar Minuten noch machen? Das fällt mir so gerade auf. Ich weiß nicht, wie lange wir bis da oben brauchen, aber wir könnten ja noch. Das ist aber schon ein gutes Stück. Aber wir könnten eigentlich die Randale machen. Ja komm, wir haben jetzt so oft Randale gemacht. Ich würde sagen, wir fahren noch Richtung Mission. Schauen wir vielleicht noch die Gegend an. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Scheiß machen. Ne, fahren wir weg da. Yeah. So komisch andere Tochtenhäuser hier in der Gegend. So, ich glaube, hier konnte ich parken, nicht wahr? Da steht auch immer noch der Porsche. Schön. So, jetzt endlich mal ein ordentliches Auto hier. Yeah. Guck mal, jetzt haben wir Licht. Ach, wir können die schrittweise beide an- und ausschalten. Das ist sehr cool. Dunkel, aber blaues Licht. Alles erhellt. Yay. Yeah. So, aber ich würde sagen, das war's auch wieder für diese Folge. Ist ein bisschen kürzer, dafür haben wir auch mal ab und zu ein paar längere Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen Randale, so ein bisschen Sachen, die wir geklaut haben. Jetzt sind die Promis ein bisschen ärmer und wir vielleicht ein bisschen reicher. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei GTA 5. Tschüssi.